Hallo, hier ist Tor Alexander und Mario. Hallo, hallo. Und heute geht es um unser erstes Tutorial, in dem wir einige Vergleichsplattformen für Kryptoassets verglichen haben. Zuvor wollen wir einen kurzen Ausflug noch auf unsere Homepage machen, defi.jetzt. Und dort haben wir unter Tutorials und Info-Homepages auch ein paar allgemeine interessante Videos oder Animationen untergebracht, wie zum Beispiel ein Visualisierer der Münzlistungen aus den Jahren 2014 bis 2017. Da kann man zum Beispiel sehen, dass Bitcoin durchgängig immer auf Platz 1 war und als Ethereum dann irgendwann mal im Juni, Mai, Juni 2015 das Licht der Welt erblickte, ist es bei Platz 4 eingestiegen, dann auf Platz 2 hoch. Und man kann natürlich noch viele weitere Münzen und Token, gab es ja damals noch nicht so viele, sich angucken, wie die halt unter den Top 20 sich im Laufe der 3 Jahre oder 4 Jahre bewegt haben. Zudem gibt es da noch eine interessante Animation, aber auch leider aus dem Jahr 2018, die halt das Geld visualisiert, welches in ICOs, Initial Coin Offerings, geflossen ist. Und da gibt es eine recht nett anzuschauende Animation. Und dann sieht man auch, wie dieser ganze Markt dann in 2017 oder spätestens in 18 hypte und da ziemlich große Mengen an Geldern reinflossen. Es ist auch schön aufgeteilt nach Kontinenten. Das heißt, welche ICO-Projekte in welchen Kontinenten viel Geld einsammelten. Das sind zum Beispiel Telegram, EOS, aber auch der nette Petro-Token mit animiert und dargestellt. Mari, fangen wir vielleicht mal mit deiner Lieblingsplattform an, mit CoinGecko. Genau. Da hast du ja schon ganz schön viel vorweggenommen. Also CoinGecko, meine Lieblingsvergleichsplattform. Die haben wir uns zusammen angeschaut und wir haben auch Vergleiche zu CoinMarketCap und CryptoCompare geschlossen. Wir haben uns angeschaut, was seht ihr denn eigentlich? Was bietet euch CoinGecko? Was könnt ihr sehen? Welche Informationen bekommt ihr? Wir haben nochmal gelernt, was der Unterschied zwischen einem Token und einem Coin ist. Wir haben uns angeschaut, wie CoinGecko sozusagen, was für verschiedene Statistiken sie uns anbieten. Wir haben gesehen, dass CoinGecko voll auf dem DeFi und NFT-Hype mitgeht und man sich auch die heißesten DeFi-Coins und NFT-Coins bzw. Tokens angucken kann. Wir haben gelernt, dass man ein Portfolio tracken kann bei CoinGecko. Wir haben nochmal gesehen, dass CoinGecko nicht nur Assets, also Kryptoassets uns anzeigt und auch darüber Tabellen macht, sondern natürlich auch die Börsen untereinander vergleicht. Wir haben gesehen, dass CoinGecko uns auch News zur Verfügung stellt, sowohl aggregiert von verschiedenen Krypto-Nachrichtenseiten als auch von den Teams einzelner Tokens zur Verfügung gestellte. Eine Besonderheit, die CoinGecko hat, die Coin Market Cap jetzt nicht hatte, ist zum Beispiel eine Liste über Firmen, die Bitcoin in ihrer Bilanz halten. Die ist auch sehr interessant. Die haben wir uns angeschaut. Wir haben gesehen, wann das Bitcoin-Halving das nächste ist. Und natürlich, dass es eine mobile App gibt. Wir haben einen Blick in einen Jahresbericht, den CoinGecko herausgegeben hat, gewagt. Haben dort die Zahlen uns angeguckt, wie sie sich in 2020 entwickelt haben. Und wir haben ein paar Sachen gelernt. Wir haben gesehen, dass CoinGecko auch eine Lernplattform anbietet in Form von einem kleinen Blog. Da kann man also sich Wissen über NFTs aneignen oder Versicherungen, haben wir gesehen. Mal gucken, was dann angezeigt wird, wenn ihr euch die Seite anschaut. Genau, das war sozusagen der kurze und knackige Überblick über CoinGecko. Schaut euch das Video gerne an. Sehr interessant, finde ich. Und dann
haben uns aber natürlich auch beim Marktführer einmal umgeschaut, bei CoinMarketCap. Die zeigen natürlich die Informationen größtenteils gleich an, beide CoinGecko und CoinMarketCap und auch alle anderen Vergleichsportale. Die können sich die Zahlen ja nicht ausdenken. CoinMarketCap haben wir dann noch, haben wir noch hingewiesen, die haben ein schönes Feed, eine schöne Besonderheit, einen ITO-Kalender sozusagen. Da sieht man, wann neue Crypto-Assets in den Markt angeboten werden. Und wir haben aber auch gesehen, dass auch CoinMarketCap eine Lernplattform anbietet, die in meinen Augen sogar ein bisschen besser aufgebaut ist als die von CoinGecko. Also wer Wissen sich aneignen möchte, kann sozusagen über CoinGecko und über CoinMarketCap in die Wissensgewinnung einsteigen ohne Probleme. Und wir haben allerdings auch festgestellt, dass die Werte bei diesen Börsenseiten bzw. bei den Vergleichsseiten voneinander abweichen. Und auch darüber werden wir reden in den beiden Videos. Jetzt gibt es aber natürlich nicht nur CoinGecko, CoinMarketCap und CryptoCompare, sondern es gibt eine schier endlose Anzahl. Es gibt zum Beispiel noch onchainfx.com, es gibt noch das btcecho.de, wenn im deutschen Raum. Also ihr kriegt überall euch die Preise angezeigt für eure Kryptoassets. Es ist euch überlassen, welche Seite ihr benutzt. Wie gesagt, ich habe meinen Liebling. Mal schauen, für was ihr euch entscheidet. Und selbst der Tor hat mittlerweile eine neue Lieblingsseite gewonnen, oder? Ja, du hast mich von CoinGecko auch ein bisschen überzeugt. Ich hatte früher meistens CoinMarketCap oder CryptoCompare genutzt. Und was natürlich auch, was man auch mitnutzen kann, beide Dienste bieten ein Newsletter an. Ich glaube, Crypto Compare auch noch. Das heißt, man kann da sich täglich mit wichtigen Informationen versorgen lassen. Genau. Aber so die Reports, die Crypto Compare und CoinGecko anbieten, finde ich halt natürlich auch eine recht interessante Sache, weil die sich dann mit den Themen auch ein bisschen tiefer beschäftigen. Aber denk mal, wir sind durch. Das war jetzt nur so ein kurzes Teaser-Video. Schaut einfach mal rein in die Tutorials und schreibt uns dann einfach eure Meinung. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei den Videos. Ja, tschüss. Bis dann. Ciao.